Meine Damen und Herren, ich bitte, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die heutige 24. Tagung des Stadtrates der Stadt Stendal. Begrüße Sie alle recht herzlich. Mein Gruß gilt dem Herrn Oberbürgermeister, allen Damen und Herren des Stadtrates, den Damen und Herren Ortsbürgermeistern, den Vertretern der Verwaltung, den Vertretern der Presse und letztlich natürlich auch allen Bürgern, die heute hier erschienen sind. Und ich begrüße auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die später noch über den offenen Kanal unsere Sitzung verfolgen werden. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, aus meiner Sicht sind alle Formalien erfüllt. Wir sind ordnungsgemäß geladen worden. Wir sind zwischenzeitlich 34 Stadträtinnen und Stadträte plus Herr Oberbürgermeister. Insgesamt also sind wir beschlussfähig. Dann können wir fortfahren mit der Einwohnerfragestunde. Meine Damen und Herren, sind Bürger anwesend, die eine Frage an den Stadtrat oder an die Verwaltung stellen möchten? Dann bitte ich um das Handzeichen. Ich sehe niemanden. Dann schließe ich die Einwohnerfragestunde. Wir kommen zur Feststellung der Tagesordnung. Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Sind irgendwelche Änderungswünsche vorhanden? Dann bitte ich, das jetzt vorzutragen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann bitte ich um Ihr Handzeichen, falls Sie mit der Tagesordnung im öffentlichen Teil einverstanden sind. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Auch nicht. Wir werden also nach dieser Tagesordnung verfahren. Meine Damen und Herren, ich komme nunmehr zu den Informationen des Vorstandes, die einige Zeit in Anspruch nehmen werden, weil ich hier eine lange Liste habe. Zunächst aber einmal habe ich zu gratulieren an ein Mitglied des Stadtrates, welches 70 Jahre alt geworden ist am 11. Juli dieses Jahres. Es handelt sich um Herrn Unau. So, ich gebe dann Beschlüsse bekannt aus dem nicht öffentlichen Teil der außerordentlichen Tagung des Stadtrates am 26. Mai dieses Jahres und der 23. Tagung des Stadtrates am 23.06.2008. Am 26. Mai hat der Stadtrat unter der Drucksache 647 beschlossen den Verkauf von Anteilen an den Stadtwerken Stendal. Darin heißt es, die Stadt Stendal veräußert an die Gelsenwasser Beteiligungs GmbH einen Anteil in Höhe von 25% mit einem Nennwert von 1.250.000 Euro an den Stadtwerken Stendal zum Preis von 7 Millionen Euro. Die Stadt nimmt das Angebot der Gelsenwasser AG vom 18.12.2007 auf der Grundlage des Vertrages vom 18.12.2007, der als Anlage beiliegt, an, weil dies die wirtschaftlichste und strategisch beste Variante ist. Ferner stimmt der Stadtrat zu, dass der Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Stendal in der als Anlage zur Vorlage beigefügten Fassung geändert wird. Der Stadtrat erteilt seinen Vertretern in der Gesellschafterversammlung die Weisung, diesen Beschluss unverzüglich in der kommenden Gesellschafterversammlung umzusetzen. Zu Drucksache 659 hat der Stadtrat die Vorschlagsliste zur Wahl der Haupt- und Hilfsstoffen beschlossen.
Darin heißt es, ja, das brauche ich im Einzelnen nicht zu verlesen, dann Drucksache 653, Jahresabschluss der Altmark-Oase, Beschluss, der Stadtrat weist die Gesellschafterversammlung der Altmark-Oase Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH an, folgende Beschlüsse zu fassen. Erstens, der zur Beschlussvorlage anliegende Jahresabschluss der Altmark-Oase Wirtschaftsjahr 2007 wird festgestellt. Die Feststellung endet mit einer Bilanzsumme von 5.842.993,17 €, einem Jahresfehlbetrag von 502.370,55 €. Zweitens, zur Deckung des Bilanzverlustes wird der Betrag von 502.370.055 € aus der Kapitalrücklage entnommen. Drucksache 648, Zuschuss zum Erbbaupachtzins für den Zeitraum 2009 bis 2013 für den ersten Jiu-Jitsu-Verein Sachsen-Anhalt. Beschluss, der Stadtrat beschließt eine Bezuschussung des genannten Vereins durch den Erlass von 50% des Erbbaupachtzinses für das Grundstück Lemgoer Straße 38 in Stendal Süd. Die Bezuschussung wird ab dem Jahr 2009 für 3 Jahre gewährt. Drucksache 676, Kreditaufnahme. Beschluss gemäß § 44 Absatz 3 Nummer 10 der Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt beschließt der Stadtrat eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.900.000 €. Die Begründung und die Grundlagen erspare ich mir. Dann Drucksache 650, Sanierungswirtschaftspläne für das Programmjahr 2008. Der Stadtrat beschließt, auf der Grundlage der als Anlage zur Beschlussvorlage beigefügten Sanierungswirtschaftspläne für das Programmjahr 2008 der nachstehenden Förderungsprogramme die Förderungsmittel zu vergeben. Für den Altstadtkern Sanierungswirtschaftsplan der Stadt Stendal städtebaulicher Denkmalschutz für das Programmjahr 2008. Zweitens Altstadt, fortgeschriebener Sanierungswirtschaftsplan der Stadt Stendal Städtebauförderung für das Programmjahr 2008. Drittens Stendal Altstadt mit Bahnhofsvorstadt. Dann B, für dringende Einzelmaßnahmen unter 50.000 €, die im laufenden Haushaltsjahr zusätzlich aufgenommen werden und durch Verschiebung bzw. Wegfall einzelner Maßnahmen noch finanzierbar sind, erfolgt eine Berichtigung im Sanierungswirtschaftsplan des folgenden Programmjahres. Zusätzliche Einzelmaßnahmen ab 50.000 € sind in Anlehnung an den § 3 Absatz 5 der Hauptsatzung durch den Stadtrat zu beschließen. C. Je nach Abruf der Fördermittel sollen zu einem höheren Maße als in der Programmanmeldung ausgewiesen private Vorhaben gefördert werden. Dann die Drucksache 197-2, Ergänzung und Änderung der Beschlussvorlage Drucksache 197-1. Der Stadtrat beschließt, der Beschluss des Stadtrates vom 17.07.2006 wird wie folgt geändert und ergänzt. Der Stadtrat erteilt seine Zustimmung zur Verlängerung der Option bezüglich des Kaufs von Grundstücken innerhalb des B-Planes Nummer 11-91 Upstall zugunsten der Einrichtung der Provinzialsächsischen Genossenschaft des Johanniterordens in Stendal. Die Option umfasst außer den im oben genannten Beschluss ausgeführten Teilflächen weitere Teilflächen. Ich nenne sie jetzt nicht alle im Einzelnen. Drucksache 661, unentgeltliche Übertragung des Grundstückes Stadtseeallee 94108, Flur 89, Flurstrich 6-41. Der Stadtrat beschließt, die Stadt Stendal überträgt das Grundstück in der Gemarkung Stendal, wie oben genannt, mit einer Größe von 4.655 Quadratmeter, Stadtseeallee 94 bis 108, unentgeltlich an die Stendaler Wohnbaugesellschaft mit Sitz in Stendal. Das waren die Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil. Dann, meine Damen und Herren, habe ich eine Mitteilung der SPD-Fraktion, die mir mit Schreiben vom 4. Juli 2008 mitgeteilt hat. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass mit sofortiger Wirkung Herr
Stefan Mischok nicht mehr Gast der SPD-Fraktion ist. Meine Damen und Herren, zu dieser Mitteilung habe ich eine kleine Anmerkung, einen kleinen Hinweis zu geben. In einer Pressemitteilung Anfang September dieses Jahres ist der Eindruck entstanden, als sei beim Verkauf der Stadtwerke nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Es war in dieser Presseberichterstattung und nachfolgenden Zuschriften in der Presse die Rede vom Stimmenkauf, Deal, heimlicher Sonderzahlung, in einer Zuschrift sogar von schwarzen Kassen. Es wurde genannt die Kommunalaufsicht und auch die Staatsanwaltschaft. Betroffen hiervon waren in erster Linie der Oberbürgermeister und die Gelsenwasser AG. Diese Angelegenheit ist mit einer öffentlichen Entschuldigung des Initiators dieser Berichterstattung erledigt. Nicht erledigt ist aus meiner Sicht noch die Tatsache, dass auch Stadtrat Mischok von dieser Angelegenheit betroffen ist. Auch ihm gegenüber wurde der Anschein illegaler Aktivitäten erhoben, einmal in Richtung der Abgeordnetenbestechung, zweitens aber auch eines Pflichtenverstoßes gegen § 30 der Gemeindeordnung, Absatz 1, in dem es hier heißt, dass jeder Stadtrat uneigennützig und verantwortungsbewusst zu handeln hat. Falls ein solcher Pflichtenverstoß in der Tat vorliegen sollte, meine Damen und Herren, wäre es Sache des Stadtrates, und deswegen sage ich es Ihnen, hier ein ordnungsrechtliches Ermittlungsverfahren nach § 30 Absatz 4 oder Absatz 6, 29 Absatz 2 der Gemeindeordnung einzuleiten. Ich habe nachgeprüft, um Ihnen eventuell die Einleitung eines solchen Verfahrens zu empfehlen, nachgeprüft, ob sich tatsächliche Anhaltspunkte ergeben haben für solche Verstöße und bin zu der Auffassung gelangt, dass keinerlei Anhaltspunkte für einen solchen Vorwurf vorliegen. Soweit das Strafgesetzbuch hier die Abgeordnetenbestechung in Frage kommen könnte, sind hier keine Anhaltspunkte da, denn dort wird Eigennützigkeit verlangt und das hat sich bisher aus keiner Zuschrift ergeben, dass ein solcher Vorwurf erhoben werden könnte. Zweitens, soweit der Stadtrat Mischok da möglicherweise, ich weiß nicht, ob bestimmt, eigenmächtig auf eigene Faust an die Gelsenwasser AG herangetreten ist, so ist darin auch kein Verstoß, jedenfalls kein rechtlich so missbilligender Verstoß zu sehen. Er ist Stadtrat und gemäß § 42 der Gemeindeordnung handelt er nach seinem eigenen Gewissen, seiner eigenen freien Überzeugung, weisungsfrei und ist nur an Gesetz und das Gemeinwohl gebunden. Dass er entgegen diesen Pflichten gehandelt hat, habe ich nicht feststellen können. Mit dem Fazit, dass ich also aus meiner Sicht dem Stadtrat die Einleitung eines ordnungsrechtlichen Verfahrens nicht empfehlen werde. Falls Sie anderer Meinung sind, meine Damen und Herren, falls Sie der Meinung sind, dass tatsächlich Anhaltspunkte dafür vorliegen, müssten wir das dann heute im nicht öffentlichen Teil behandeln. Soweit zunächst einmal mein Hinweis zu diesem Vorgang. Dann habe ich hier noch vorliegen, das haben Sie ja gesehen, dass Austauschseiten Ihnen übergeben worden sind zur Niederschrift der 23. Tagung. Da waren vorher ein paar kleine Unrichtigkeiten enthalten. Ja, das wäre es zunächst einmal, was ich zu sagen hätte. Ich gebe dann das Wort weiter an den Herrn Oberbürgermeister. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe folgende Informationen für die Mitglieder des Stadtrates und für die Öffentlichkeit. Zunächst geht es um Anfragen aus der 23. Sitzung des Stadtrates vom 23. Juni. Herr Stadtrat Lüsch hat seinerzeit angesprochen das Thema Fahrstuhl im Rathaus.
Ich hatte, glaube ich, an Ort und Stelle gleich erläutert, dass die Planungen dafür schon laufen. Durch den zuständigen Amtsleiter des Hochbeamtes werden die Vorstellungen für das Rathaus und die unterschiedlichen Ebenen des Rathauses, einen Fahrstuhl errichten zu können, in der nächsten Runde des Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt. Eine zweite Anfrage von Herrn Stadtrat Lüsch bezog sich auf eine Querungsmöglichkeit auf dem Südwall, also eine Möglichkeit, die Straße Südwall an anderen Stellen zu überqueren, als das jetzt an der Kreuzung Rathenowstraße bzw. im weiter westlichen Bereich Richtung Tangermünder Tor möglich ist. Diese Straße gehört bedauerlicherweise nicht der Stadt Stendal, sondern Baulastträger ist hierfür das Land Sachsen-Anhalt und zuständig der Landesbetrieb Baubereich Nord. Und dieser wiederholte Anlauf für eine entsprechende Querung an dieser durchaus stark frequentierten Straße ist wiederum ins Leere gelaufen. Wir kommen derzeit nicht zu einer solchen Lösung. Man muss sich auf das beschränken, was derzeit möglich ist. Ich informiere weiterhin über die Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung. Ohne diese im Einzelnen vortragen zu wollen, kann ich dem Stadtrat hier mitteilen, dass die Nachtragshaushaltssatzung von der Kommunalaufsicht geprüft, analysiert und genehmigt wurde. Wer Interesse hat aus den Reihen des Stadtrates, dem kann die mehrseitige Genehmigungsverfügung gern zur Verfügung gestellt werden. Es ist an dieser Genehmigung keine Besonderheit vorhanden, die es verdient, an dieser Stelle näher ausgeführt zu werden. Eine weitere Information beschäftigt sich mit unserer Beteiligung Städtische Wohnungsbaugesellschaft. Wie vielleicht aus den Fraktionsgesprächen bekannt ist, wird ab 1. Oktober, also in wenigen Tagen, die Geschäftsführung übertragen an den neuen Geschäftsführer. Es handelt sich um Herrn Daniel Jirzig, der zu dem von mir genannten Zeitpunkt die Geschäftsführung übernimmt und damit die nebenamtliche Geschäftsführung, die derzeit von Herrn Klefeld und von Herrn Wessling gestellt wird, in gewisser Weise ablöst. Ein weiteres Thema beschäftigt sich mit der Bezeichnung Hansestadt. Hansestadt Stendal, Ihnen allen ist bekannt, dass im Vorfeld und auch zu den internationalen Hansetagen im Jahre 2008 in Salzwedel das Thema Hansestadt, diese überkommene Bezeichnung, eine große Rolle spielte. Wir haben im Stadtrat darüber im Dezember vergangenen Jahres befunden und haben uns entschieden, diese Bezeichnung Hansestadt führen zu wollen, auch entsprechend zu beantragen. Das ist uns auch genehmigt worden. Was wir nicht gemacht haben, im Gegensatz zu einigen anderen Städten, wir haben den Namen unserer Stadt nicht geändert. Das klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, aber unsere Hansestadt ist eine Bezeichnung und die Hansestadt von Salzwedel ist eine Namensänderung. Das hat rechtliche Gründe und ich stelle hier an Sie die Frage und bitte Sie ganz herzlich in den kommenden Sitzungen Ihrer Fraktionen darüber beraten zu wollen, ob wir diesen Schritt, den andere gemacht haben, nämlich den Namen zu ändern, auch noch gehen wollen. Das setzt aber zwingend voraus eine Bürgeranhörung, die könnte man im nächsten Jahr aus Anlass von mehreren Wahlterminen durchaus machen, ohne noch gesonderte Termine dafür in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir stehen nicht unter Zeitdruck, aber ich bitte Sie einfach, sich dieser Thematik anzunehmen. Die ganze Frage hat eigentlich nur einen winzigen Unterscheidungspunkt. Und zwar dürfen die Städte,
die ihren Namen geändert haben, die Hansestadt auf das Ortseingangsschild schreiben. Das ist eine Bundesgesetzgebung, die das so festlegt. Und diejenigen, die sich nur den Zusatz geholt haben, wie wir, können das überall verwenden, nur nicht auf dem Ortseingangsschild. Das sind also so die speziellen Feinheiten des deutschen Rechts. Wir können nichts dafür, aber wir sollten uns zumindest Gedanken machen, ob wir den weitergehenden Schritt wollen. Was dann in der Zukunft auch folgende Konsequenzen hätte, das will ich an dieser Stelle auch deutlich sagen. Wir müssen dann alle unsere Satzungen, natürlich nicht mit einem Schlag, aber nach und nach umstellen, weil wir dann nicht mehr Stendal, sondern Hansestadt Stendal heißen. Und wir müssen dann auch nicht mit einem Mal, sondern auch immer bei der Erneuerung, alle Ausweise und Dokumente, in denen der Stadtnamen steht, umstellen bzw. umstellen lassen auf Hansestadt Stendal. Mit der Bezeichnung ist das nicht erforderlich gewesen. Das sind so in wenigen Worten skizziert die wichtigsten Unterschiede. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es war schon vor geraumer Zeit der Wunsch aus dem Rat zum Stand der Gemeindegebietsreform an dieser Stelle ein paar Ausführungen zu machen, die ich in der gebotenen Kürze auch gerne Ihnen gebe. Nach dem derzeitigen Stand sieht es so aus, dass die Verwaltungsgemeinschaft Stendal-Uchtetal nach Ablauf der Freiwilligen- und der Zuordnungsphase zur Stadt Stendal umgewandelt wird. Das heißt, in die Stadt Stendal werden dann 13 weitere Gemeinden eingemeindet. Dazu sind entsprechende Verfahrensschritte in den Gemeinden erforderlich. Die sind derzeit wie folgt zu benennen. Die Gemeinden Großschwechten, Müringen, Buchholz und Wittenmoor streben eine Eingemeindung zum 01.01.2009 an. Die Gemeinden Ümlingen, Dahlen, Heeren und Springe eine Eingemeindung zum 01.01.2010. Und alle anderen haben sich noch nicht entschieden. Das heißt, dort laufen die entsprechenden Beschlussfassungen in den Gemeinderäten noch. Ich will hier der Vollständigkeit halber hinzufügen, dass die Gemeinde Finselberg sich der Bürgerinitiative angeschlossen hat, also auf die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts abstellt. Bekanntermaßen hat die Initiative Verfassungsbeschwerde gegen die Gemeindegebietsreform eingelegt. Die Eingemeindung zum 01.01.2009 sind jetzt schon zeitlich sehr ambitioniert, weil eine sehr enge, aber auch konkret vorgeschriebene Abfolge von Aktivitäten erforderlich ist. Wir müssen spätestens am 10.11.2008, das ist die Stadtratssitzung nach der heutigen, einen Beschluss über die Gebietsänderungsverträge, wenn sie denn zum 01.01.2009 in Kraft treten sollen, fassen. Am 12. November muss der genehmigungsfähige Gebietsänderungsvertrag bei der Kommunalaufsicht vorliegen und alle anderen Schritte, die ich jetzt nicht im Einzelnen vortragen möchte, folgen danach. Spätestens am 17.12. muss die öffentliche Bekanntmachung erfolgt sein, damit am 01.01. die Gebietsänderung in Kraft treten kann. Ähnliches, aber weiter nach hinten geschoben, ist mit der Eingemeindung zum 01.01.2010 zu sehen. Ich will auch der guten Ordnung und der Vollständigkeit halber hinzufügen, dass neben den Gemeinden aus unserer Verwaltungsgemeinschaft auch informative Gespräche, Gedankenaustausche stattgefunden haben zwischen der Stadt Stendal und den Gemeinden Lüderitz, Bellingen und Eichstätt. Inwieweit sich dort eine Eingemeindung anbahnt, bleibt dem Verfahren in der jeweiligen Gemeinde überlassen. Es wird über Bürgeranhörungen und entsprechende Entscheidungen in diesen Orten über den Weg des nächsten Jahres oder der nächsten Jahre beschlossen. Zu
zu den Eingemeindungen, die zum 01.01.2009 vorgesehen sind, gibt es mit Ausnahme der Gemeinde Großschwechten noch Probleme. Großschwechten, bekanntermaßen im Norden Stendals gelegen, hat mit uns eine gemeinsame Gemarkungsgrenze. Das heißt, wir könnten zum 01.01. schon aus diesen Gründen die Eingemeindung vollziehen. Ob die anderen Schritte folgen, muss man sehen. Die Gemeinden Mühringen, Witten, Mur, Buchholz haben allerdings keine direkte Gemarkungsgrenze mit der Stadt Stendal. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist allerdings die Gesetzeslage so, dass wenigstens 1 Meter gemeinsame Gemarkungsgrenze vorhanden sein muss, um eine Eingemeindung stattfinden zu lassen. Halten Sie sich bitte nicht an dem 1 Meter fest, das ist jetzt von mir einfach so salopp gesagt. Also man muss eine gemeinsame Gemarkungsgrenze haben, die für die 3 derzeit nicht vorhanden ist. Wir sind im ständigen Kontakt mit unseren Gemeinden, verhandeln auch über die Details der Eingemeindung und werden dem Stadtrat, wenn beschlussfähige Unterlagen erarbeitet sind, dann mit dieser Thematik auch befassen müssen. Eine 6. Information kommt aus dem Verbundnetz für kommunale Energie. Bekanntermaßen haben sich eine Vielzahl von Städten zusammengeschlossen in einem Verbundnetz für kommunale Energie. Der Name sagt schon, dass es in erster Linie um Energieunternehmen, aber auch Ver- und Entsorgungsunternehmen, aber auch um andere, Klammer auf, Wohnungsgesellschaften, Verkehrsgesellschaften und so weiter geht. Also es geht schlichtweg um kommunale Beteiligungen. Dieses Verbundnetz bietet auch interessante Informationsveranstaltungen an, auch über Partner, die dieses Verbundnetz hat. Und es gibt von Frau Zimmermann die Anregung zum Thema Beteiligungsstrategie, man kann das jetzt noch verfeinern von der inhaltlichen Seite, eine Informationsveranstaltung für interessierte Stadträte hier vor Ort stattfinden zu lassen, weil ich kann das auch aus eigenem Erleben bestätigen, das sind immer sehr, sehr interessante, sehr lehrreiche und hilfreiche Veranstaltungen, die dieses Verbundnetz durchführt. Und ich habe deshalb auch mit einem entsprechenden Büro schon mal Kontakt aufgenommen, die eine solche Informationsveranstaltung, Klammer auf, Seminar, hier bei uns machen würden. Und ich würde den Fraktionen nahelegen, auch dieses Thema zu erörtern und würde aber auch empfehlen, durchaus eine solche Informationsveranstaltung mal hier in Stendal stattfinden zu lassen, um einfach auch das Thema, welche Rolle haben Aufsichtsräte, haben Vertreter in den Gesellschafterversammlungen, wie entwickelt man unternehmerische Strategiediskussionen, wo kann man mit einer Unternehmensbeteiligung hin und so weiter und so fort, dass man dieses Thema hier noch einmal vor Ort bespricht. Ich bitte herzlich dann um entsprechende Rückinformationen aus den Fraktionen. Und eine letzte Information ist terminlicher Art. Am 11. Dezember, meine sehr geehrten Damen und Herren, schon vorinformiert, findet die Kulturpreisverleihung der Stadt Stendal an gewohnter Stelle, also im Theater der Altmark, statt. Und es sei mir noch auf die Konferenz, die in dieser Woche in Stendal stattfindet, hingewiesen. Die Altmark, 1300 bis 1600, eine Kulturlandschaft zwischen Lüneburg, Berlin und Magdeburg. Diese Veranstaltung ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie bietet viel und Interessantes, auch vielleicht noch Unbekanntes aus der Stendaler Geschichte, aus der Geschichte der Altmark. Hat auch sehr viele interessante kunst- und kulturhistorische Aspekte, wenn Sie Zeit und Lust haben. Ab Mittwoch 14 Uhr, nageln Sie mich nicht drauf fest, kann auch 13 Uhr sein, findet diese Konferenz in der Katharinenkirche statt. Die Programmabfolge ist im Internet zu sehen, kann aber auch in Papierform hier im Rathaus oder im Museum direkt in Empfang genommen werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Herr Oberbürgermeister. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch nachtragen,
zur Anwesenheit. Es haben sich entschuldigt für heute Herr Stadtrat Röchse, Herr Stadtrat Mischok, Herr Stadtrat Schulz, dann Frau Gehlha, Frau Lühmann, Frau Bleisner und Frau Habendorf. Wir fahren dann fort in der Tagesordnung und kommen zur Bestätigung des öffentlichen Teils der Niederschriften der außerordentlichen Tagung vom 26. Mai und des öffentlichen Teils der 23. Tagung am 23. Juni. Zunächst einmal die Niederschrift zum 26. Mai. Gibt es irgendwelche Einwendungen? Mir sind keine zugegangen. Im Büro des Stadtrates sind auch keine eingegangen. Wenn, dann wären sie jetzt noch vorzubringen. Ich sehe keine Handzeichen, gehe davon aus, die Niederschrift ist damit bestätigt und rufe jetzt auf die Niederschrift der 23. Tagung am 23. Juni. Hier gilt das Gleiche, meine Damen und Herren. Gibt es irgendwelche Einwendungen dagegen, Ergänzungswünsche? Das ist ebenfalls nicht der Fall. Dann gilt auch diese Niederschrift als bestätigt. Wir kommen nunmehr zum Tagesordnungspunkt Nummer 4, Bestätigung der Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Jarchau. Ich nehme an, Wortmeldung gibt es hierzu nicht. Dann bitte ich um Ihr Handzeichen, wenn Sie die Wahl der Ortsbürgermeisterin bestätigen wollen. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Erst zunächst mal Gegenstimmen. Ich sehe keine Enthaltungen, auch nicht. Dann ist damit die Wahl einstimmig bestätigt. Und ich darf der Ortsbürgermeisterin ich rufe auf die Drucksache 696, Nummer 5 unserer Tagesordnung, Finanzierung der Nebenanlagen Storkauer Straße im Ortsteil Arnim-Staffelde. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann können wir abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Ist nicht der Fall. Tagesordnungspunkt Nummer 6, die Drucksache 678, ein Änderungsbeschluss zur Wochenmarktgebührensatzung. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Ich sehe auch keine, auch da können wir dann gleich abstimmen. Wer ist dafür? Gibt es Gegenstimmen? Keine Enthaltungen, wohl auch nicht. Dann ist damit diese Änderung einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt Nummer 7, Neufassung der Rahmenzuwendungsrichtlinie. Wortmeldung hierzu, meine Damen und Herren? Ich sehe keine Wortmeldung, dann stimmen wir ab. Wer ist dafür? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Auch hier einstimmige Annahme. Tagesordnungspunkt Nummer 8, Drucksache 703, ein Antrag der Fraktion Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen, Erklärung Orte der Vielfalt. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja, Frau Zimmermann. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Stadträtinnen und Stadträte und liebe Gäste, wir haben hier einen Antrag gestellt, dass die Stadt diesen Erklärung Orte der Vielfalt beitritt. Sie haben sicherlich alle diese Erklärung gelesen und ich denke, es ist sicherlich
nichts Neues, was wir hier aufbringen, aber wir sind der Meinung, dass es eine wichtige Sache ist, in unserer Stadt hier auch immer wieder Zeichen zu setzen und tatsächlich auch vorausschauend tätig zu sein. Die interkulturellen Wochen, die zurzeit laufen, morgen ihren Höhepunkt nochmal finden, in der Diskussionsrunde hier in diesem Saal, sollen auch noch einmal wichtige Schwerpunkte setzen. Ich hoffe, dass möglichst viele Stadträte die Zeit finden, auch an dieser Diskussion unter verschiedensten Gesichtspunkten zu dem Thema Ankommen, hier die Diskussion zu forcieren und unsere Gedanken als Stadträte auch mit einzubringen. Wir haben also hier schon eine ganze Menge von Sachen. Die interkulturellen Wochen gehören dazu. Einige von Ihnen haben auch beim Fest der Kulturen feststellen können, wie viele Menschen hier bei uns ankommen. Und die Frage ist, wie nehmen wir sie auf? Was tun wir? Was erwarten wir? Was erwarten die Ankommenden? Ich hoffe, dass Sie diesem Antrag zustimmen werden und hoffe auch, dass möglichst viele auch morgen hier den Weg in den Rathausfestsaal finden, um sich an der Diskussion zu beteiligen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Zimmermann. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe keine. Dann stimmen wir ab, meine Damen und Herren. Wer ist dafür? Ich bitte um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Ich sehe keine. Enthaltungen? Ich sehe auch keine Enthaltung, damit stelle ich fest, einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Nummer 9, die Drucksache, das ist 690. Es geht um einen Abschnittsbildungsbeschluss, Krähenwinkel von der Einmündung Gleichenstraße bis zum Ende des Bebauungsplanes. Wird um das Wort gebeten? Ich sehe keine Wortmeldungen. Jetzt können wir gleich wieder abstimmen. Wer ist dafür, meine Damen und Herren? Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Damit stelle ich fest, dieser Tagesordnungspunkt wurde einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 10, ein Antrag der CDU-Fraktion. Es geht um die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes beidseitig des Birkenweges. Wird das Wort gewünscht? Ja, Herr Hofer, bitte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, in aller Kürze nochmal unsere beiden Argumente für diese Vorlage. Wir wollen auch im Birkenweg eine gesicherte Abwasserentsorgung innerhalb des Stadtgebietes gewährleisten. Und das zweite Argument, die Bereitstellung von Bauland an einem nachgefragten Standort in der Stadt Stendal. Ich hoffe, dass unsere Argumentation in den Ausschüssen und auch das Engagement der Bürger Sie überzeugt haben, unserem Vorschlag zu folgen. Die Konzentration auf Flächen südlich des Haferbreiten Weges aus dem Rahmenplan hat sich nicht bewährt. Ich meine damit die Stichstraßen zwischen zur Weide, Pferdemärsche und die andere Stichstraße. Auch das wollen wir mit dieser Vorlage korrigieren. Dazu bitten wir um Ihre Zustimmung. Danke. Danke sehr, Herr Ofer. Gibt es weitere Wortmeldungen, Frau Zimmermann und dann Herr Inzenberg? Dieser Antrag der CDU, der uns vorliegt, hat zwei Aspekte. Herr Hofer hat es eben nochmal gesagt. Einmal geht es um einen Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes, also ein neues Wohngebiet, was innerhalb von Stendal ausgewiesen werden soll, beziehungsweise ziemlich in der Randlage. Und die zweite Frage ist die Abwasserentsorgung in dem Birkenweg. Beide Dinge gehören so kausal nicht zusammen. Wir haben in den Ausschüssen uns geäußert, dass wir der Argumentation, so wie sie auch im Stadtentwicklungsausschuss gegeben wurde, dass ein neues Wohngebiet in dieser Art und Weise nicht notwendig ist, weil wir als Stadt Beschlüsse gefasst haben, dass wir innerstädtisch bauen wollen und
weil es genügend ausgewiesene Grundstücke gibt, wo gebaut werden kann, die per Bebauungsbeschluss vorliegen. Im Hauptausschuss kamen die Anwohner von Birkenweg auf uns zu und baten darum, noch einmal in der Fraktion ihr Anliegen darlegen zu können. Gern haben wir dem entsprochen. Das, was uns die Abgesandten des Birkenweges sagten, ist das Problem des entsprechenden Anschlusses, um ihr Abwasser zu entsorgen. Das sehen wir auch als ein Problem. Aber es hängt nicht mit dem Bebauungsplan zusammen. Denn die Aufforderung des Landkreises, Biokläranlagen bzw. die Anlagen umzurüsten, wird durch den Bebauungsplan nicht aufgehoben. Jedenfalls kenne ich bis zum jetzigen Zeitpunkt 1845 kein andersweitiges Gesetz, obwohl ich mich darum gekümmert habe. Ich kenne aber das entsprechende Abwassergesetz, das sagt, wenn dieser nach dem Abwasserbeseitigungskonzept, wenn Biokläranlagen aufgebaut werden, sind die Bürger 15 Jahre vom Anschlusszwang an ein eventuell bestehendes Baugebiet befreit. Das steht eindeutig im Gesetz drin, das habe ich mir geben lassen, das ist vorhanden. Und daraus schließen wir, dass es nicht notwendig ist, hier einen Bebauungsplan zu machen. 15 Jahre haben die betroffenen Bürger Zeit, beziehungsweise sind sie befreit von einem Anschlusszwang. Dieses Abwasserbeseitigungskonzept wurde nach dem Landeswassergesetz geändert 2005, bestätigt und genehmigt vom Landkreis, aufgestellt von der AGS, am 30.07.07. Zu diesem Zeitpunkt wurde eindeutig festgelegt, dass es kein Bebauungsgebiet ist und dementsprechend der unteren Landesbehörde für Umweltschutz mitgeteilt. Ich denke, hier sollen zwei Sachen miteinander verbunden werden. Und für uns, die Mehrheit unserer Fraktion, heißt die Antwort, ein Bebauungsgebiet wollen wir nicht an dieser Stelle ausweisen lassen. Die Ängste der Bürger an dieser Stelle, dass sie eine neue Kläranlage bauen und sie in 3 Jahren wieder zusätzlich nochmal bezahlen müssen, ist nicht gegeben laut der entsprechenden Gesetzlichkeit. Dieser Zusammenhang ist also auch nicht vorhanden und aus diesem Grunde mehrheitlich von unserer Seite die Ablehnung. Dementsprechend war auch das Schreiben, das der OB am 14.05. an Herrn Immroth geschickt hat, wo er das auch nochmal aufgeschrieben hat. Und am 16.07. gab es noch einmal eine Mitteilung, einen Schriftverkehr vom Landkreis, dass man also nicht von dieser Auflassung für die Bürger Abstand nimmt. Und da gibt es also eigentlich bis jetzt keinerlei Gesetzlichkeit, dass auch eine Sicherheit ist, wenn dieser Plan beschlossen wird, dass die Bürger nun tatsächlich nun nicht bauen müssen. Das konnte mir bis jetzt keiner schriftlich geben. Und darauf lege ich Wert, denn ich möchte das auch tatsächlich sicher haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, Frau Zimmermann. Herr Inzenberg, bitte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD-Fraktion beantragt, diesen Antrag der CDU-Fraktion nochmal in den Fachausschuss zurückzuverweisen und ich möchte es auch begründen unter 3 Gesichtspunkten. Erstens halten wir es nicht für vertretbar, dass der Landkreis
Die Landesgesetzgebung verschärft in der Situation, dass die Frist 2009 eigentlich abläuft, um Nachrüstungen für Kleinkläranlagen. Und hier die verschärfte Situation eintritt bis Ende 2008. Die Bürger auffordert, das schon zu realisieren. Das geht natürlich auch nicht, Frau Zimmermann. Selbst wenn wir schon konzeptionell gesagt haben nach Flächennutzungsplan, das wird kein Wohngebiet. Danach agieren die ja. Trotzdem halte ich es für nicht geboten und verhältnismäßig nicht gegeben, da jetzt so eine Schärfe reinzubringen, unter anderem auch mit der Androhung, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Androhung Zahlung von 20.000 Euro Strafe, wenn das bis Ende 2008 nicht erfolgt ist. Also da muss gegenüber dem Landkreis nochmal Klartext gesprochen werden, dass das so nicht geht. Der zweite Punkt ist, und das ist aus unserer Sicht nicht ausreichend in den Fachausschüssen beraten worden, und zwar möchten wir von dem Geschäftsführer der Abwassergesellschaft eine schriftliche Stellungnahme zur Kostenschätzung, wie sich das in der Bilanz und vor allen Dingen auch im Investitionsplan der AGS GmbH niederschlägt. Warum das? Wir haben im Jahr 2007 bereits einen Kredit verbürgt in Höhe von 1,3 Millionen. Damit sollen die zukünftigen Investitionen der Abwassergesellschaft realisiert werden und zum zweiten Teil eine Umschuldung erfolgen. Wenn wir jetzt eine höhere Investition durch diesen Beschluss auslösen bei der AGS, und die Zahlen sind bisher noch nicht bestätigt worden, die kursieren nur so rum, dass das etwa 360.000 Euro kosten würde für die AGS, das möchten wir schriftlich haben und das muss dann auch nochmal im Fachausschuss besprochen werden. Und der dritte Punkt, und das denke ich mal ist genauso wichtig, wir haben einen beschlossenen Flächennutzungsplan und danach orientieren sich alle weiteren Schritte in der Planung. Und wir möchten in dem Fachausschuss jetzt definitiv endlich mal besprochen wissen, welche verbindlichen Absprachen gibt es über die städtebauliche Entwicklung, insbesondere auch in dem östlichen Stadtgebiet. Also die Gefahr besteht ja, wenn wir jetzt sagen, ja, Gefahr, Anführungszeichen. Wir machen das, dann kommt 14 Tage später, der Nächste will da ein Wohngebiet, der Nächste in 14 Tagen will da wieder ein Wohngebiet. Also dass wir unsere eigentlich beschlossene Grundlage Flächennutzungsplan nicht mehr verwenden können, dass wir das über Bord werfen. Und das hätte fatale Auswirkungen. Deswegen muss im Fachausschuss besprochen werden, eine klare Strategie, wo will die Stadt sich hin entwickeln. Kann ja auch sein, dass der Fachausschuss sagt, ja, wir geben das gesamte Ostgebiet zur Wohnbebauung frei. Nur dann muss es Konsequenzen im Flächennutzungsplan, in der weiteren Planung haben. Man kann nicht mal scheibchenweise was machen. Das verunsichert auch die Bürger. Das ist kein Verwaltungshandeln, das ist keine verlässliche Grundlage. Also wir erwarten dort eine klare Planung. Und ich sage noch hinzu, das haben wir bei uns in der Fraktion offen diskutiert, wenn der Birkenweg der Schlussstein dieser ganzen Geschichten ist mit weiteren Ausweisungen von Wohngebieten, dann sind wir nicht abgeneigt, Ja zu sagen. Aber wenn das nicht passiert, sondern in 14 Tagen wieder das nächste, drei Wochen wieder, dann ist mit uns nichts zu machen. Und das muss jetzt im Fachausschuss ein für alle Mal besprochen werden und diskutiert werden. Dieses Angebot unter... Sie haben völlig recht, Herr Hofer, gilt für uns genauso, habe ich aber im Hauptausschuss schon bereits angedeutet, dass wir da auch eine Selbstdisziplin an uns selber anlegen müssen. Das gilt für alle Fraktionen. Wir können nicht rein in den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, entsprechend Nutzungsplan über Bord werfen und machen, ach, ist doch egal, was für welche Planung wir in der Vergangenheit hatten. Also unter diesen drei Gesichtspunkten in den Fachausschuss nochmal zurück und dort muss dann Klarheit geschaffen werden und dieses Recht der Klarheit haben auch die Bewohner im Birkenweg, denn die sind es leid, hin und her gejagt zu werden. Aber diese eine Runde, die müssen Sie nur einfach nochmal aus unserer Sicht mit in Kauf nehmen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Enzenberg. Ja, bitte. Sehr geehrter Herr Volzner, sehr geehrter Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Stadträtinnen und Stadträte. Wir freuen uns als CDU-Fraktion, dass in dieses Thema dort Bewegung gekommen ist. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bürger dort vor Ort Druck gemacht haben, um dass Stadträte aufwachen und erkennen, welche Probleme Bürger dort noch nicht mal an der Randlage unserer Stadt, eben, was die dort erleiden müssen. Wir haben als CDU-Fraktion einen Antrag eingebracht, der ging durch alle verschiedenen Bereiche und Fachausschüsse, und uns liegt jetzt ein Antrag vor, es wieder einen sogenannten Fachausschuss zu überweisen. Meine Frage aus dem Hauptausschuss ist, das hätte alles in diesen Fachausschüssen schon passieren können, diese Fragen hätten schon gestellt werden können, wenn man sich intensiver mit der Thematik auseinandersetzt. Das ist auch ein Vorwurf an den Fachausschuss aus meiner persönlichen Sicht.
Die Frage ist, Herr Oberbürgermeister, ist es nicht zu spät, wenn man es noch einmal verschiebt? Und nicken Sie mal oder wackeln Sie mal mit dem Kopf oder so, ja, sagen Sie es danach. Dann hätte ich als Fraktionsvorsitzender keinen Grund zu sagen, wir machen das nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Aber Herr Insmerk, lassen Sie es mich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir haben bestimmte Entwicklungen in dieser Stadt Stendal seit 1990 und es waren vielleicht nicht die glücklichsten Entscheidungen, die man Anfang der 90er Jahre mitunter getroffen hat. Jetzt im Nachhinein ist man ja immer schlauer und man weiß alles besser und man will ja alles besser machen. Aber wir haben ja nun Erfahrungen und wir haben schlechte Erfahrungen damit, dass über 4000 Stendaler ins Umland gezogen sind, sich Wochenendgrundstücke ausgebaut haben oder neue Häuser im Umland der Stadt gebaut haben. Nicht alle Stendaler sind in den Westen geflüchtet. Sie sind ins Umland geflüchtet. Herr Glebe, ich weiß gar nicht, welchen Beitrag Sie jetzt leisten wollten, aber ist mir eigentlich auch egal. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir unsere Stadt Stendal, dass wir unseren Bürger auch Bauland anbieten, und zwar Bauland, welches nachgefragt wird. Und der Satz von Frau Zimmermann, wir wollen innerstädtisch bauen, da frage ich mich mal, wo denn? Sie wollten nicht, dass der Parkplatz Wüstewort bebaut wird. Da haben Sie schon wieder eine Ausnahme gemacht. Und schauen Sie sich die Bereiche an am Hoog, schauen Sie sich die Bereiche an hinter dem Upstall Warenhaus. Wo wollen wir denn noch innerstädtisches Bauen anbieten? Wir haben bestimmte Flächen, die werden oft nicht nachgefragt über Jahre hinweg. Und hier schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir kommen damit auch Bürgerwillen nach. Und ich fordere den Oberbürgermeister auch an dieser Stelle nochmal auf, im Landkreis nochmal Druck zu machen, dass die Bürger hier nicht eingeschüchtert werden mit solchen Schreien bis zum Ende des Jahres und ob es da noch eine gütliche Einigung gibt. Wir sind gerne bereit, diesen Antrag, wenn Sie nicht nur Hoffnung wecken wollen, dass wir uns ernsthaft über das Thema unterhalten und Ihr Angebot, endlich einen Schlussstein zu setzen, dann muss man sagen, so ist die Entwicklung der Stadt Stendal, dann wollen wir einen setzen, aber wir wollen dem Bürger auch helfen vor Ort. Dankeschön. Herr Oberbürgermeister hat ums Wort gebeten. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, also ich bin ganz nah an den Feststellungen, die Herr Enstenberg und Herr Güssow hier getroffen haben. Es ist nicht verständlich, warum durch die zuständige Behörde hier eine Verschärfung der Landesgesetzgebung, die eigentlich sagt 31.12.2009, vorgenommen wurde und die uns noch ausreichend Zeit ließe, das Thema zu bearbeiten. Es ist auch richtig, dass wir bei allem Wollen, die Stadt immer mehr zusammenzuziehen, ich sage ganz bewusst nicht zusammenzuschrumpfen, trotz alledem auch Bauland für Menschen anbieten müssen, die in ihrer freien Entscheidung auch sagen, ich will an den Stadtrand. Und wenn ich das nicht kann, dann gehe ich aufs Dorf und dann sind sie für uns verloren. Herr Güssow hat es gesagt, wir haben 4000 Menschen, das ist durch Studien belegt, Sie kennen die alle, 4000 Menschen verloren, weil wir es hier nicht rechtzeitig geschafft haben, Bauland in dieser Größenordnung auszuweisen. Wollen wir den Fehler nochmal machen? Zu den Detailfragen. Wir befinden uns hier sozusagen auf einem rechtlich schwierigen Parkett, weil auf der einen Seite sind die Bescheide, die die Behörde, die Umweltbehörde des Landkreises erlassen hat, wohl schon bestandskräftig. Es gibt aber auch einen Schriftverkehr zwischen den beiden Fachämtern, Tiefbau bei uns und Umwelt beim Landkreis, aus dem erkennbar wird, dass man durchaus bereit ist, menschliches Denken nach vorn zu schieben und nicht unbedingt verwaltungsrechtliches Festhalten. Der Dreh- und Angelpunkt ist in diesem Schriftverkehr, ja, ihr wisst ja selber noch nicht mal, ob ihr dort Bauen zulasst. Und wenn ihr das zulasst, dann können wir auf jeden Fall über das Aussetzen der noch nicht vollzogenen Bescheide reden, so sinngemäß in dieser Antwort. Das heißt, wenn wir es jetzt noch mal vertagen, haben wir diese
unglückliche Situation. Die Menschen haben diesen Bescheid, den müssen sie eigentlich umsetzen. Auf der anderen Seite weiß der Landkreis noch gar nicht, ob wir bereit sind, mehrheitlich dafür zu entscheiden, an dieser Stelle bauen zu lassen. Deshalb meine ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wäre durchaus angebracht, heute zu entscheiden, zu zählen, wie viele Stimmen sich dafür oder auch nicht erheben. Und dann weiß der Landkreis und wissen die Menschen, was passiert. Die Kosten für die Erschließung sind durch das zuständige Fachamt noch einmal berechnet worden. Die liegen nach den Berechnungen vom 10.09. zwischen 200.000 und 250.000 bei einer sogenannten Freispiegelleitung. Das heißt, da kommt ein Kanal rein und das Gefälle gewährleistet eben den Abfluss des Schmutzwassers. Oder bei einer sogenannten Abwasserdruckleitung belaufen sich die Kosten auf 50.000 bis 80.000. Dann muss aber auch jeder Hauseigentümer eine entsprechende Druckpumpe sich anschaffen, die zwischen 2.000 und 4.000, je nach Größe und Menge, die abgeführt werden muss, sich bewegt. Wenn eine Entscheidung zur Bebauung getroffen wird, wird die Abwassergesellschaft das Abwasserbeseitigungskonzept ändern und die Erschließung noch im Jahr 2009 vornehmen. Ich habe mich über die Beteiligungsverwaltung und mit dem Fachamt verständigt, dieser Betrag wäre im nächsten Jahr leistbar, auch um das Thema Abwasserentsorgung schnellstmöglich zu lösen. Denn die Leute stehen da jetzt zwischen Baum und Borke am Birkenweg. Auf der einen Seite sagt die Kreisbehörde, macht mal eine neue Kläranlage, auf der anderen Seite muss irgendwo mal ein Abwasserkanal hin und das kann man nicht ewig hinziehen. Das wäre dazu zu sagen. Also meine Bitte wäre an Sie, Herr Enzenberg, vielleicht überlegen Sie nochmal, dass wir eine Entscheidung treffen, damit auch Klarheit für alle besteht. Zum Flächennutzungsplan habe ich keine andere Meinung. Wir müssen uns irgendwann mal entscheiden und sagen, so ist es. Und wir müssen auch mal überlegen, ob wir diese kleinteilige Erschließung mit den Stichstraßen jetzt noch ins Grüne hinein, ob wir das aufrechterhalten. Weil diese Stichstraßen existieren heute nicht, morgen nicht und übermorgen mit Sicherheit auch nicht. Wir haben funktionierende Straßen. Der Birkenweg ist eine Straße, dort baut man rechts und links Häuser und dann kann man dort wohnen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich gehe auch mit Ihnen konform, wenn wir das eine tun, dann müssen wir uns auch darüber verständigen, wo ist denn nun Schluss? Was wollen wir noch zulassen? Und wo machen wir dann einfach auch mal einen Schlussstrich und sagen, das ist es, ohne dass man jetzt schon weiß, an welcher Stelle in Stendal die Menschen nochmal bauen wollen. Wir wünschen uns natürlich innerstädtische Bauten, das ist klar, aber man kann dem Menschen in seiner freien Entscheidung nicht sagen, wenn du bauen willst, dann kannst du das nur in der Innenstadt, ansonsten gar nicht. Dann sagt er in seiner freien Entscheidung, na gut, dann baue ich irgendwo anders. Das wäre meine Bitte zu diesem Thema. Wenn ein Beschluss gefasst würde, würden wir die Erschließung schnellstmöglich auf den Weg bringen. Dankeschön. Geht es um 6 Grundstücke. Aber die Bürger, die bei uns waren und auch von Seiten der Verwaltung, hieß es 18 und davon haben 3 schon umgerüstet. Es würden nur noch 6 sein. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist die, Sie verwiesen darauf, dass die AGS diese Abwasserbeseitigungsvereinbarung ändern würde. Das ist aber doch ein Vertrag. Und die Antwort des Landkreises, ob sie da der Änderung zustimmen, die haben wir ja nicht. Und die wurde ja ganz eindeutig auch nicht gesagt. Es ist für mich, könnte, wäre, möchte, aber das ist keine Grundlage, auf der man was machen könnte. Deswegen würden wir eigentlich sagen, jawohl, hier muss eine Klarheit her, hier wäre es sinnvoll, eine solche Vertagung. Das würde von unserer Seite her sinnvoller sein, als auf könnte, wäre, möchte irgendwo einen Beschluss zu fassen. Das ist mir für mich ein bisschen zu dünn. Danke sehr, Herr Oberbürgermeister. Wollen Sie sich dazu noch mal äußern? Nein. Gibt es, ja, Herr Itzenberg? Was war gleich von hier? Nur die Frage, war das jetzt ein Ja zum Schlussstein, seit der CDU und seit der SUB? Ja. Dann beantragen wir eine fünfminütige kurze Pause, dass wir das nochmal deutlich übernommen worden mit Ja. Wir haben es empfunden. Ja. Okay. Dann machen wir die Pause. Das Antrag, ich muss eine Abstimmung, ich weiß nicht. Ja. So, ja.
sehen, ob es kannst du nicht sagen, wie es meiner Frau aussieht, aber. Meine Damen und Herren, nehmen Sie die Plätze bitte wieder ein. Wir werden fortfahren. Es steht im Raum ein Antrag zur Geschäftsordnung zunächst einmal. Herr Enzensberg, der bleibt. Herr Vorsitzender, ich möchte an dieser Stelle erklären, dass ich vorhin persönlich erklärt habe, ich hätte nichts dagegen, es in einen Ausschuss zu verschieben. Nach der Aussprache hat sich die CDU-Fraktion dazu entschlossen, dem Antrag heute hier und jetzt zuzustimmen, um an dieser Stelle also ein deutliches Signal zu geben, dass wir sagen, wir wollen das und wir wollen jetzt das abstimmen, auch dass es für den Bürger klar ist, wo die Reise hingeht. In der Ecke, wir wollen keine Verschiebung in der Fraktion mehr. Und die anderen Themen, die Herr Enzensberg angesprochen hat, die wichtig und richtig sind, sollten wir nicht vergessen, sondern das zu einem Tagesordnungspunkt im Stadtentwicklungsausschuss zu machen. Diese Dinge, Herr Enzensberg, die Sie angesprochen haben, sind zu klären. Da gebe ich Ihnen recht. Hier für diese Vorlage erklären wir wollen abstimmen. Ja, danke schön. Gibt es noch Wortmeldungen zum Geschäftsordnungsantrag? Nicht mehr, dann werden wir jetzt über diesen Antrag zur Geschäftsordnung abstimmen. Wer dafür ist, meine Damen und Herren, diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen und ihn in den Ausschuss zu verschieben, den bitte ich um das Handzeichen. Gar nicht, die hatten die ganz unten. Und das, ja, ich habe sie dann mitgezählt. So, ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt Nummer 11, Drucksache 686, Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 des Technologieparks Altmark. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Ich sehe keine, dann stimmen wir ab. Wer ist dafür? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Stelle fest, einstimmig angenommen. Und wir kommen abschließend zum Tagesordnungspunkt Nummer 12. Anfragen, Anregungen. Wird um das Wort gebeten? Ja, bitteschön. Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe zwei Anregungen. Die erste Anregung geht an das Tiefbauamt, glaube ich. Es gibt einen Bundeswettbewerb energieeffiziente Stadtbeleuchtung.
Ich rege an, dass die Stadt Stendal sich an diesem Bundeswettbewerb beteiligt. Bitte? Sind wir dabei. Gut, danke schön. Zweite Anregung. Bei Überflug über eine Stadt kann mittels eines Laserscanners das solare Potenzial einer Stadt ermittelt werden. Und zwar kann gezeigt werden, für jedes Dach der Stadt, wie viel Prozent an solarer Energie möglich ist, dort zu erzeugen. Für Osnabrück hat man zum Beispiel festgestellt, dass insgesamt 50.000 Dächer geeignet sind, bis zu 81% solare Energie erzeugen zu können. Osnabrück hätte damit die Möglichkeit, sich selbst mit Energie durch Solarenergie zu versorgen. Ich bitte deshalb mal zu prüfen, ob man dieses System, das heißt also durch Überfliegen der Stadt, einfach mal feststellt, wie viele Dächer der Stadt Stendal denn mit solarer Energie oder durch solarer Energie dann versorgt werden können. Wäre für mich auch interessant. Die Unterlagen oder so kann ich dann einreichen. Dankeschön. Nee, ich weiß nicht, wie viel effektive Sonnenenergie ich nutzen könnte. Das habe ich noch nie gemacht. Die meisten haben das nicht gemacht. Dankeschön. Frau Zimmermann. Am 21.02.2008 wurde ein Antrag von uns, Sanierung Komarow-Schule, mit 38 Ja und einer Enthaltung angenommen. Hier wurde die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit dem Landkreis Stendal Schulträger zu prüfen, ob eine Sanierung der Sekundarschule Komarow über die Förderprogramme Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, soziale Stadt sowie Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung, finanziell darstellbar ist. Meine Frage, wann ist mit Ergebnissen zu rechnen? Schriftlich beantworten. Bitte? Das kann ich so ausdrücken. Schriftliche Beantwortung habe ich gehört. Ja, weitere Anregungen, Anfragen? Ja, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nur ganz kurz Frage. In der Presse ist veröffentlicht worden, dass DSL jetzt über Landesförderung beantragt werden kann. Dazu muss eine Bedarfsanalyse gemacht werden. Frage, ist die Stadt für die Ortsteile vorbereitet, dass die Analyse erstellt wird zum Stichtag beantragt werden kann? Wir bearbeiten dieses Thema nicht nur für die Ortsteile, sondern für die gesamte VG, dass man diese Analyse macht und dann erst sieht, an welchen Stellen ist noch diese Geschichte notwendig. Es gibt ja sehr unterschiedliche Ausstattungen. Ja. Frage beantwortet, danke. Weitere Anfragen, Anregungen? Offensichtlich nicht der Fall. Dann schließe ich den öffentlichen Teil und bitte die Nichtöffentlichkeit herzustellen. Pause hatten wir ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt keine Pause machen.